Auf geht's zum nächsten Part. Zelda Tears of the Kingdom. Sechster Part. Sechster Part. Ich sehe gerade da oben, guck mal, Rubine. Null. So, da waren wir. Ich mache keine Zusammenfassung, was bis jetzt passiert ist. Sind hier hoch, wir haben eben so ein Glitzervieh kaputt gehauen. Ja, Chili einsam. Ehrlich. Bist sicher? Nee, dein Mikro geht echt nicht. Ja, guck, siehst du doch. Ach, dann will es einfach nur nicht dein So, und jetzt muss ich das essen. Machen wir erstmal den, 4 Minuten 3 ist. Dann machen wir erstmal den kleinen, ne? Auch mal geil, dass Chili in Schnee wächst. Ich will mein Segel wieder. Das habe ich vergessen. Echt nicht. Aber dann kann ich das Zeug wahrscheinlich auch einfach auf meine Pfeile packen und dann habe ich Eiszauber. Ja. Oh, den wollte ich nicht. Was sagt der? Die Krieger und Elite-Konstrukte haben den Garten der Zeit über die Jahrhunderte treu beschützt, wie ich sehe. Es tut mir äußerst leid, dass sie nun dir zur Gefahr geworden sind. Doch um unser Land vor Eindringlingen beschützen, benötigen wir Wächter wie diese. Wollen wir mal testen? Was wir so haben zum Modi. Oh, scheiße, das. Ach, jetzt habe ich ausgewählt. Ich wollte. Nimm mal den normalen. Ich weiß jetzt nicht, was der normale Schleim gebracht hat. Ich weiß es auch nicht. Der explodiert. Eins so. Bin ich. Ey, du sollst nicht schieben, du sollst hauen. Irgendwas hat er auf jeden Fall gemacht, aber hier kann man dann nochmal kochen, wenn man will. Wollen wir aber gerade nicht. Da ist wieder so ein etwas fieserer Möp. Eine Ruhe. Die Zeit haben wir noch, Kälteschutz, ah, da rum. Noch mehr Chili, also die wollen, dass man sich noch mehr Rezepte macht, aber wir haben ja genug. Und von hier oben würde ich jetzt auf die mal mit dem Eisding. Mit dem? Ja. Den einfrieren? Jetzt stehen bleiben. Scheiße, 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 scheiße. Ich nehme jetzt was Stärkeres. Ich sehe nichts. Okay, hat aber gereicht. Wollte nicht, dass der mich nochmal haut. Ich wollte eigentlich wegspringen. Ich habe immer die falsche Taste gedrückt. Ich trollo. So, das. Da liegen noch Sachen. Chili. Und da im Schnee. Und ich würde jetzt den Flammenwerfer mit. Flammenkeule. Guck mal, ist schon dran. Uhuhu. Ah, guck mal, brauchst du auch wieder Strom für, wenn du sie benutzt. Donnerblume, eine Blume, die mit explosiver Substanz gefüllt ist. Ja, Strom. Und jetzt muss dann erst die Batterie wieder auffüllen. Ich weiß aber immer noch nicht, was dieses Zeug bringt. Bin noch irgendwo eine Steinkeule. Oh. Ich würde ja gern mal.
Mein links hier. Ah, hier, der Steinsalz. Das ist auch wichtig mit beim Kochen. Ich würde gerne mal den Stock verlieren von diesem. Ich kann nicht das ja. Hier irgendwie. Und dann. Nein, warte, nein! Pack da doch einen Flammenwerfer dran! Bist du sicher? Ja. Meinst du wirklich? Dann wird das ja richtig cool. Dass ich dann so schütze und dann. War das nicht eine geile Idee? Na, wir werden's sehen. Dass wenn du schützt, gleich mitschießt. Wir werden's sehen. Ich bin gespannt. Verschwinde. Wie gesagt, das ist Gesichtskontrolle von YouTube. Ah. Nein! Würde mir im Traum nicht einfallen. Muss ich da drüben hin? Mm-mm. Sonst rutschst du ab und. Ja, ja, aber guck mal. Da so lang klettern. Ja, das ist mir auch bewusst, aber. Bitte, da ist auch was. Warte, ich glaube, hier drin brauchst du keinen. Ah, wollte ich jetzt auch noch nicht ausprobieren. Wenn, dann friert er ja auch. Komisches, hässliches Auge. Ja, mein Bogen ist kaputt. Oh, scheiße. Nur in dem Moment. Warte mal. Cool. Oh, Raubschleim. Ein seltsamer runder Stein, der aus dem Körper eines Raubschleims stammt. Diese kristallisierte Flüssigkeit ist dafür bekannt, dass sich aus ihr gut Medizin herstellen lässt. Hat sich so nach unten gewandt. Soll die Kraft des Wassers besitzen, ja. Okay. Raubschleim. Guck mal, da drüben. Das sind nur Pilze. Ich hab wieder mein. Ja, dass du mich besser hörst. Sehr gut. Ich habe übrigens ein Format gefunden bei einem YouTuber, wo sein Sohnemann auch immer mal mit dazu guckt, ne? Und der heißt Vater quält Sohn mit alten Spielen. Spiele, die der Vater früher cool fand, die aber heute nicht mehr so schön zu spielen sind, oder vielleicht doch, muss der Sohn ausprobieren. Und nach einer Stunde muss er dann sagen, ja, finde ich cool, würde ich weiterspielen, oder finde ich richtig scheiße. Das ist schon voll doch nicht. Ja, war eine coole Idee, ich sag dir gar nichts mehr. Guck mal, so hätte ich es mir erleichtern können. Danke, Mr. Raubschleim. Ja, war eine gute Idee. Danke. Gib's ja zu. Diese nicht mal eine verschwendet.
Und da liegt auch noch einer. Wir verbinden. Das war gerade ein Schild mit dem Ding. Also, die Idee, die du hattest, gibt es zu kaufen. So, jetzt müssen wir essen. Vielleicht kannst du damit sogar Schnee wegmachen. Oh. Nee, aber mir ist er nicht kalt. Aber die Idee war gut, Max. Die war gut. Okay. Weg ist er. So weit können wir gar nicht mehr weg sein. Das muss hier direkt über uns sein. Und er... Ach, guck mal, es sieht aus, als ob ich einen dicken Buckel habe. Nee, ein Drachen hinter dir hättest. Ja, was wächst denn aus deinem Rücken? Das ist ein Drachenpickel. Hack. 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 Wenn den nicht nach vorn ziehen. Dann schießt. Schaffe ich das? Schießt Feuer aus meiner Brust. Ja, ne? So hoch ist das nicht, das müsste der packen. Oberflächen können rutschig sein. Scheiße, das ist Eis. Was? Da vorne ist wieder der größte Böse. Ja, der Blöde. Du würdest mit Alten spielen, oder? Ich habe drüber nachgedacht, das zu machen, weil ich es witzig finde. Hol mich hier raus. Okay, ich habe eine Idee. Falsch. Ups, falsche Taste da. So. Nicht umfallen. Oh nee, du. Ich jetzt bleib mit dem Baumstamm da unten verbinden und dann kannst du da hochklettern an dieses schwarze Ding. Ja, wie du siehst, kriege ich die gerade nicht gut. Gedreht. Ein bisschen umständlich manchmal. Geht aber nicht zu verbinden, siehst du das? Aber die Idee war, ist richtig, glaube ich. Vielleicht musst du einfach nur da und dann schräg da dran und dann geht's. So. Oder da in die Lücke. Also so. Baumfeld! Du solltest jetzt besser mal wieder Essen machen mit. Ja, habe ich doch dann genug Zeit zu. Chill mal bitte. So. Okay, wir nehmen noch einen. Noch ein Baum näher dran. Ist egal, welchen man nimmt, glaube ich. Okay, langsam wird es echt problematisch mit der Zeit. Ey. Super. So, ihr Lieben, jetzt aber. Kann ja wohl langsam nicht mehr.
Es hält. Nee! Max, was machst du da eigentlich? Setz dich doch mal wieder gerade hier davor. Ich bin zu klein. Mit zu klein nichts zu tun. Wieder zu viel rumgezappelt. Geilo geschafft. Wo ist denn das mit Blitzen? Da. Oh, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Nehmen wir noch eine. Tschüss. So ein Trottel. Hä? Warum kann ich das nicht nehmen? Weil es kein Schild ist. Ja, aber ich müsste es doch einstecken können. Nein, das haben wir doch auch gesagt. Ey, darf ich jetzt das Ding nicht öffnen, weil das Teil auch irgendwo lebt? Oh, nee. So, darf ich jetzt die Truhe öffnen? Auch bescheuert. Ja. Schade, das ist ja kein Versteck. So, jetzt habe ich noch 8 Sekunden zum Kochen. Wird eng, ne? Hm. Hä, wo ist denn? Ach, da. Schnellauswahl Materialien. Einfach hochdrücken. Chili Salz. Boah, das ist aber anstrengend. Machen wir lieber so. Also, wir nehmen ein in die Hand. In die Hand, in die Hand. Lieber noch ein zweites Schwein, ne? Guck mal, ich habe noch eine Sekunde. Kein Kälteschutz. Scheiße. Du darfst dieses Power-Up nehmen. Ich nehme Steinsalz. Noch lieber. Ein. Nee, der ist... Nein! Wir haben ein Problem! Okay, okay, wir haben ein Problem. Wir schaffen das. In die Hand, in die Hand. Ach, noch einen guten Pilz. Ja, ich würde hier... Ja, den. Sonst esse ich einfach eine normale Chili. Auch nicht. Ah, der verschwindet wieder. Wir nehmen... Alles voll mit Chili. Nee. Und einen Apfel. Apfelkompott, was wärmt. Kein Geräusch. Ach, Kälteschutz, da ist 6. Es doch. Gar kein Problem. 30. Hab ich doch gesagt. Ich fand's voll gut. Du nicht so, ne? Erstmal brauchen wir keinen. Wir haben Zeit. So, okay, da waren wir. Wie kommen wir jetzt dann da hoch? Wir haben jetzt so einen tollen Baum. Da sind 4 Bäume, die kannst du benutzen. Oder hier den Greifer. Ich nehme den, ich wollte mitnehmen. Das ist auch das beste Gebaute, was ich je gesehen habe. Absolut. Edel. Auf einmal fliegt der Baum mit dir.
Zack. Hm. Ey. Okay, wenn ich jetzt 6 Minuten hier nicht hochkomme. Meins. Du Penner! Du darfst nicht springen. Das Schieben am Anfang. Doch, guck mal, ich muss springen. Ein Sprung geht noch. Easy peasy. Chili Vanilli. Was denn? Was in meinem Mikro? Warte. Hab ich doch auch vor. Na toll. Du hast aber noch einen. Warum geht das denn nicht? Weil's, Das ist ja Quatsch. Naja, egal. Aber du kannst Eis prüfen. Ich auch nicht. Ja, das war jetzt irgendwie merkwürdig, ne? Warum? Warum bist du eigentlich immer wieder weg? Guck mal, mein Stuhl bewegt sich keinen Millimeter. Das ist das Gezappel von jungen Kindern. Nee, du musst einfach nur genauso, wie du gerade bist. Programm hasst mich, deshalb. Nee, wenn du einfach genau da sitzen bleibst, wo du gerade bist. Nein, siehst du, du bist schon wieder weiter hin. So, guck mal, da passt hier gar nichts. Merkst du? Krass, funktioniert einfach so. Wenn wir rauskommen, werden wir sterben. Wir haben kein Chili-Rezept gekocht. Naja. Vielleicht finden wir ja warme Kleidung. So, jetzt bin ich aber gespannt, welche nächste Fähigkeit es gibt. Ah. Du bist, da bist du also, Volan. Stecke deinen rechten Arm aus. Strecke, nicht stecke. Muss mal was trinken. Den hässlichen Grün, der fault schon. Da gab's einen Film, da war ich ein bisschen älter als du. Den haben wir uns so mit 14, 15 reingezogen. Papa, der Deckensprung. Guck mal. Was denn? Ja, nee, du... Tust du nicht. Da. Merkst du? Ja, mehr Abstand darfst du nicht machen. Da war ich 13, 14. Da gab's einen Film, da verliert jemand seinen Arm und er kriegt einen neuen angenäht. Und dieser Arm, den er angenäht kriegt, ist von einem Mörder. Und danach ist die Hand dann Killerhand. Richtig Quatsch. Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, bis zur Decke nach oben zu springen und diese dann zu durchstoßen. Hm. Der Name der Fähigkeit lautet Deckensprung. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Du testest es doch aus. Nein. Du solltest ausprobieren, wo sich ihr Einsatz lohnt. Hm. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie dir gehören. Gott an dir gehören. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was die tolle Fähigkeit hier kann. Hier, da kann ich hier durchhüpfen. Guck mal. Hier unten noch was, was ich übersehen habe. Nee, hier. Was? Du hörst mich nicht, ne? So. Aufsteigen. Piu. Aua, mein Kopf. Ja, das haben wir ja auch im Verlassen. Das ist schon. Ja, der Vorteil ist, du musst nicht irgendwie... Waffentasche ist voll. Ich hab darauf gehört. Scheiße. Auf dem Boden. Oh, falsche Taste gedrückt. Mein Gott. Oh. Jetzt muss ich noch. Oh.
den. Jetzt. Jetzt dauert's etwas. Ist auch voll. Kling. Falsche Taste. Wie hast du das gemacht? Dass man das zieht? Weil wir zu nah an der Wand sind. Ja. Ist er? Weil wir komplett angehen. Gegen normalen Buch. Da war da oben noch was. Ich wollte schon direkt da. Ja, aber ich will mal sehen, was hier passiert. Warum das grün ist. Ach, guck mal, im Wasser. Ja. Hä, cool. Nee, wahrscheinlich musste ich das machen. Damit man hier auch einmal sieht. Oh, guck mal, du kannst auch in der Bewegung. Darum geht's. Ja. Irgendwas übersehen? Nein. Und ich gucke trotzdem immer noch mal auf die Rückseite. Ein weiterer Schrein geschafft. Oh, aber wir ziehen schon alleine dieses... Ich weiß, was das sein soll. Naja, die... Oberen und das ist... Ja, geschafft zu haben. Die High-Ruler. Die High-Rule... Einwohner und die anderen waren die, habe ich vergessen. Einige Licht, die ich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Und im Endeffekt ist ja Link nichts anderes gerade. Er ist einer aus Hyrule, verbunden mit dem Arm von diesen zu Namen vergessen. Sauna. Sonia? Sauron! Nein! Was war das für ein Lachen? Rauru. Rauru. So ähnlich heißt der Typ. So heißt der, der mit mir redet. Ja, aber der ist anders. Das sind die Saunen. Könnte sein. Saunen und er heißt irgendwie Raruru. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ach, Mann. Ey, und wir sind immer noch im Opening-Teil, ne? Also dieses Intro im Endeffekt. Wir haben noch nicht unser Segel und so, damit wir fliegen können. Das kriegen wir, glaube ich, erst, wenn wir Prinzessin Zelda gegnen. Meinst? Steht gleich sein Name da. Wir müssen uns immer einprägen. Ah. Ah, nee. Du scheinst die verlorenen Fähigkeiten des Arms zurückerlangt haben. Siehst du? Mhm. Die Pforten des Tempels der Zeit sollten sich nun für dich auftun. Kriege ich jetzt mein Segel? Ehrlich jetzt? Wasser. Ja. Sieht gut aus, ne? Aber da ist doch noch was. Guck mal. Krog. Meinst du? Aber wir können uns doch da jetzt hochbeamen. Mit der neuen Fähigkeit. Oh, bitte lass es ein Segel sein.
Eieiei. Ich dachte erst Opal. Nee, aber... Bin ich damit schon vor Kälte geschützt? Ja, guck mal, reicht schon, ne? Dadurch habe ich schon Kälteschutz. Oder... Oh, gucke mal, hier gibt's wieder was zu kaufen. Und da gibt es Düsenjäger, die man bauen kann. Cool, wie ich's gesagt hab. Hier, da ist der Jochen wieder. Rau. Rau. Ich hab's gesagt. Die nun sogenannten Sonau... Sonau, hast du... Oder hast du Sauna... Sauna, hast du Sauno. Oder irgendwie so Sonau-Bauteile. Waren die Kernstücke unserer Technologie. Dank dieser Bauteile konnten wir unsere Zivilisation aufbauen und wurden mächtiger als je zuvor. Wenn du diese Technologie klug einzusetzen verstehst, steht auch dir eine gewaltige Macht zur Verfügung. Saunu, habe ich gesagt. Mal, kann ich jetzt hier durch diesen Stein? Schon so. Er hat was, ne? Du musst einfach nur nach da vorne, damit du dich hochbiegst. Ja, ja. Das, danke. Ich bin der Klügste. Was? Ich bin der Klügste, Mann der Welt. Oh, das war eng. Da hatte ich ja kurzzeitig ein bisschen Kack in der Hose. Ich hab, glaube ich, Saunu gesagt. Bin ich gespannt, ob es reicht für meinen Kälteschutz oder nicht. Aber eigentlich schon. Du brauchst immer zwei für so richtig kalte Sachen. Ne? Gleiter, dieses Sonau-Bauteil kann den Auftrieb des Windes nutzen, um weit zu fliegen. Muss man möglichst in der Mitte stehen, um das Gleichgewicht zu halten. Okay, das sind die Dinger, die... Ja, guck mal, das reicht. Es ist nämlich hier nicht so kalt, dass man doppelte Kleidung braucht. Man darf immer noch nicht runterfallen, ne? Noch muss man auf diesen ganzen Rotz hier bleiben. Ein Gehirn. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, man muss nämlich immer, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, man läuft hier unten auf, hier ist es ja B, und man springt oben auf X. Das heißt, man läuft also so und du kannst nicht, du musst dann immer mit einer, mit einem, irgendwie merkwürdig. Erzählt er uns wieder was über den Spender? Meine Aufgaben für heute sind getan. Nanu, ich war wohl voll schnell, welche Seltenheit? Besuch ist an diesen Orte eine... Ein ungewohnter Anblick. Nehme an, du wirst Sonau-Bauteile benötigen, um den Weg vom Berg hinab zu bewältigen. Möchtest du diesen Kapselspinner... Ja, nein. So. Was passiert, Papa, wenn du eine Waffe daneben legst? Oh. Ja, danke. Also, meine lieben Freunde, es passt aber auch gerade mit der Zeit. Wir machen eine Pause und sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.